Herzlich willkommen auf meinem Rösti-Kanal. Der heute Nacht ist, ich wieder so weit. Now Nights at Freddy's in der Classic Edition. Oh, Leute, heute versuchen. Ich versuche es. Nacht 4. Nacht 4. Mal zu überleben. Ob mir das gelingt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ist für mich schon ein Wunder, dass ich überhaupt so weit gekommen bin, ne? Nacht 1, Nacht 2, Nacht 3. Letztes Mal ist das gut gelaufen. Muss ich sagen. Da war ich ja ziemlich begeistert. Begeistert. Jo. Warte mal kurz hier. Oh ja, passt alles. Ja, schau, alles noch ruhig. What? Kommt schon einer? Nein. Oh, es fängt schon an. Hilfe, Hilfe. Oh, es macht mich schon verrückt. Oh, ich finde das Spiel so cool. Ist echt cool gemacht, Leute. Und ich kriege jetzt schon die Panik. Jo. Geht doch alles kaputt. Ich verliere mal wieder leicht den Überblick, glaube ich. Hier kommt keiner. Hier kommt keiner. Er kommt. Hier kommt keiner. Was? Oh, ich bin so abgefahren, Leute. Also ich mag es voll. Es ist Hammer, Hammer. Das ist, ich liebe es. Disturbing. I love it. Oh, jetzt. Leute, auch noch Glocke. Ich fasse es nicht hier. Ja, danke. Das war's dann. Das war es dann wohl gewesen, ne? Dankeschön. Ich sag Dankeschön. Du legst ja Marsch. Hacko Sacramento Mall. Bin jetzt ein bisschen sauer hier. Ich hätte vielleicht hätte Fahrradpedale, ne? Mist. Ich guck mich hier erstmal ein bisschen um. Habe noch ein bisschen Zeit, ne? Bis einer kommt. Hoffe ich doch.
sollte vielleicht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Das Spiel hat mich jetzt schon wieder total durcheinander gebracht. Oh Leute, es tut mir so leid. Aber irgendwann ist mal alles zu Ende, ne? Ihn mag ich ja gar nicht. Ihn mag ich ja absolut nicht. Hoch bin ich verrückt. Hier ist doch keiner. Weg. Was? Hat sich verpisst? Und? Er ist wirklich weg, warum? Ja, will er mich verarschen oder was? Wieso ist er jetzt weg? Bei mir soll es recht sein. Wieder da. Das ist Luder. Das ist dumme Luder. Ich klopfe gerade mit meiner Maus in die Gegend rum. Mist! Shitty, shitty, bam, bam. Moment. Wo liegt's für Borsch, ihr verdammte Kocke? Ich bin ein bisschen blöd. Ich gebe mich offen und ehrlich zu. Ja, ja, ich bin doof. Aber ich weiß ja nicht, warum jetzt auf einmal wieder die Tür nicht zugegangen ist. Aber kann es sein, dass irgendwie zusammenhängt, dass es dann schon zu spät ist, dass dann die Tür nicht mehr zugeht. Ich habe bis jetzt noch nie eine Antwort bekommen auf meine Frage, warum geht auf einmal die Tür nicht mehr, weil Energie haben wir ja noch alles. Funktionieren müsste ja einwandfrei.
ist das die, richtig, dass wenn er dann eigentlich schon da ist, dass es dann eh schon zu spät ist, dass es dann eh nicht mehr zugeht? Ich habe diese Frage schon so oft bei FNAF-Spielen gestellt, euch. Ich habe nie eine Antwort bekommen. Da bleibe ich halt ewig doof. Aber mir macht Spaß. Wie gesagt, sollte ich es nicht packen heute, mit diesem Part, dann mache ich mal Pause. Und konzentriere mich auf andere Sachen. Das habe ich noch gar nicht getan. Das muss sein hier, ne? Weil Wind haben wir ja auch noch genügend gehabt. Chica! Chica mag ich lieber wie der blöde Bär. Chica, 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 Bär. Palim, Palim, why? Tell me why. Tell me why, why. Keine Ahnung. Leute, ich bin echt überfordert. Das letzte Mal hat es doch funktioniert, alles immer einwandfrei. Warum jetzt nicht? Was mache ich falsch? Was mache ich falsch? Soll ich mal nach dem Wind gucken? Ich überlege gerade, was ich tun soll. Keine Ahnung. Weil was anderes gibt es ja hier nicht, wo man hier irgendwo was drucken sollte. Außer dem Wind. I don't know! Wer klopft? Klopft da jemand? Bei mir hat es funktioniert. Aber wie gesagt, ich habe schon mal erklärt, meine Theorie, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, dann haut es eh nicht mehr hin. Dann haut es nicht. Thank you.
disturbing. Tika, Tika. Er ist immer noch da. Die rechte Tür geht nicht. Sie funktioniert einfach nicht. Keine Ahnung. Funktioniert nicht. Kann ich einmal benutzen und das war's. Ja, Dankeschön. Dankeschön fürs Gespräch. Letzter Versuch. Last Attempt. Und ansonsten muss ich leider damit das Kapitel Another Night at Freddy's Classic Edition schließen. So leid mir es tut, weil das Spiel hat mir so viel Spaß gemacht. Wirklich, really. Aber irgendwann ist mal alles zu Ende. Immerhin haben wir 3 Nächte überlebt. Jo. Hätte euch gerne nochmal die Nacht 5 vielleicht gezeigt, aber wenn es nicht will, dann will es halt nicht. Was soll man machen? Was soll man machen? Ich kann es auch nicht ändern, Leute. Rules for safety. Was ist halt running und jetzt skippt und hide. Liebe vor Dorf. Don't touch Freddy. Hätte ja sein können, dass ihr vielleicht auch Gimmick gibt oder so, ne? Doch, sagen wir so, ich bin enttäuscht. Oh,
Tja, Freunde der Nacht, Freude meines Kanals, Freunde des gepflegten FNAF-Games. Es tut mir wirklich leid. Irgendwie hat es nicht sein sollen, warum auch immer. Ich würde mich echt mal freuen, wenn mir jemand sagen wird, warum dann auf einmal die Tür nicht mehr zugeht. Warum? Vielleicht sagt es mir irgendjemand mal in diesem Leben noch oder vielleicht auch im nächsten. Ich weiß es nicht. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei wenigstens. Oder wird halt vielleicht ein neues Projekt irgendwann mal starten. Mal gucken, lasst euch überraschen. Ich bedanke mich sehr bei euch fürs Zusehen. Wenn ihr der Meinung seid, okay, ein Gnadendaumen, jo, von mir aus. Aber ich glaube, ich höre jetzt auf mit dem Betteln, weil das bringt eh nichts. Aber mit dem Sagen, das ist ja immer dasselbe Quatsch. Macht, was ihr wollt. Ich lasse mich überraschen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Bis dahin, genießt das Leben, enjoy your life. Und es ist kalt geworden draußen heute, oder? 10 Grad Unterschied zu morgens. Krass eigentlich, oder? Normal ist es gerade andersrum. Nun denn. Ich sage tschüss mit den Finger in den Rotz, euer rostiger Rentner, thank you and goodbye, genießt das Leben, enjoy the life. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Hallo, ciao und Dankeschön.